Ja, hallo und herzlich willkommen zu der Wisdom Factor mit einer deutschen Ausgabe. Das heißt, wir sprechen heute Deutsch und wir tun das zusammen mit Wolf Mirko Weinreich, der in Deutschland ist, während ich bin Heidi Hörnlein vom thewisdomfactory.net und ja, jetzt spreche ich auch noch Englisch gleich wieder, das ist die Gewohnheit, ja. Ich bin in Italien und ich habe vor 4 Jahren diese Wisdom Factory mit meinem amerikanischen Ehemann Mark Davenport gegründet. Und er ist leider im letzten Jahr gestorben. Und so dachte ich, ja, jetzt ist es auch Zeit, mal mit meiner Muttersprache Shows zu machen. Und Wolf Mirko war so freundlich, da drauf anzuspringen, sagen wir mal, ja, und da mitzumachen. Er kann gar nicht anders, weil ich kann gar nicht gut Englisch. Ich kann Jetzt. besser Russisch, ich bin Ostdeutsch. Ah, ja, klar. Also Russisch kann ich nicht. Insofern müssen wir dann auf Deutsch gehen. Und wir haben dieses Gespräch innerhalb der Serie Conscious Aging, das heißt bewusst älter werden. Und wir beide werden älter und hoffentlich bewusst. Und Mirko hat auch dazu und zu anderen Dingen auch Bücher geschrieben. Und wir wollen heute da ein bisschen was sehen. Wie können wir bewusst älter werden? Ich habe Marc, jetzt komme ich schon ganz durcheinander mit dem Männernamen. Ich habe Mirko kennengelernt vor vielen, vielen Jahren auf der Deutschen Integralen Tagung und habe viele seiner Workshops dort besucht. Und vor allen Dingen, nachdem ich sehr in Psychologie interessiert bin, er hat Integrale Psychologie ein Buch geschrieben und das auch eigentlich, würde ich sagen, im deutschsprachigen Raum publik gemacht, bekannt gemacht, nicht? Und vielleicht Mirko, sprichst du ein bisschen? Du bist Psychotherapeut in Leipzig, nicht? Und vielleicht kannst du noch ein bisschen was über dich erzählen und über deinen Werdegang. Warum integrale Psychologie? Und ja, du unterrichtest ja auch integral manchmal, ne? Ich habe gesehen, du hast einige auch Videos on YouTube. Ich kann mich auch erinnern an eine Tagung, da hast du auch das integrale Modell schon vor vielen, vielen, vielen Jahren vorgestellt. Was ist es daran, was dich so fasziniert und wie kannst du das in deine Arbeit einbringen? Und dann kommen wir zum Älterwerden, okay? Erstmal hallo, liebe Heidi. Ich habe dir zwar schon reingequatscht, aber Das ein ist gut. ordentliches, offizielles Begrüßen sollte auch sein. Hallo. Ja, das ist übrigens nicht integrale Psychologie. Das Buch gibt es ja von Wilber, sondern integrale Psychotherapie. Ah, ja, Das ist ein Entschuldigung, großer ja. Unterschied. Also Psychologie ist die Theorie, Psychotherapie ist die Praxis, aber man kann natürlich auch die Praxis theoretisch betrachten. Und ich habe also ein Buch geschrieben, das erste Buch Integrale Psychotherapie. Da ging es darum, wie die verschiedenen Psychotherapieschulen sich ergänzen, ohne sich zu widersprechen. Also jede Psychotherapieschule behauptet ja, die einzig wahre zu sein. Und laut Wilber, war aber nur teilweise, wissen wir, dass jede immer nur einen Teil der Wahrheit erblickt hat. Und ich habe das mal versucht, so zusammenzufügen, dass eine Gesamtpsychotherapie entsteht, die also alle Psychotherapieschulen angemessen berücksichtigt, wertschätzt und in einen sinnvollen Zusammenhang stellt. Das ist eigentlich das Besondere am Lebenbuch, wie man also als integral informierter Mensch Psychotherapie macht, indem man schaut, was braucht der Klient gerade, auch eine differenzierte Diagnostik, also welcher Klient braucht welche Psychotherapie, die es bisher noch nicht gibt. In der Medizin ist es völlig klar, da weiß man, jemanden mit einer Erkältung schickt man zum Internisten und nicht zum Chirurgen und jemanden mit einem gebrochenen Bein schickt man zum Chirurgen und nicht zum Internisten. Und in der Psychotherapie wird man vom Hausarzt zum nächstbesten Therapeuten geschickt, egal ob das gerade passt mit der eigenen Erkrankung oder nicht. Und das mal in den sinnvollen Zusammenhang zu bringen, das war also diese Arbeit von integraler Psychotherapie. Genau. Wie ich dazu gekommen bin, ich war vermutlich kindlich traumatisiert, weil alle Psychotherapeuten haben offensichtlich eine an der Klatsche, wie man das in Deutschland sagt. Und Und habe sie also sind auch ein neugierig. bisschen.
Sie wollen wissen, warum, nicht? Genau, wollen wissen, warum. Und ich wollte es eigentlich, mit 16 wusste ich schon eigentlich, dass ich Psychologe, Psychotherapeut werden möchte. Glücklicherweise durfte ich das zu DDR-Zeiten nicht, also weil ich dort als Dissident ziemlich heftig unterwegs war. Und deshalb wurde mir also Studium und sowas verweigert und ich musste erstmal Tischler werden, also irgendwas Einfaches machen, was ich dann halt noch durfte, obwohl ich ein sehr, sehr gutes Abitur hatte. Und heute sehe ich das allerdings als ein Glück an, weil dadurch bin ich sehr dazu gekommen, Psychotherapie von der anderen Seite her kennenzulernen, nämlich als Klient. Und normalerweise ist es ja so, die meisten, die kindlich traumatisiert sind und dann Psychologie studieren, studieren erst Psychologie und werden dann vielleicht Psychotherapeut und projizieren dann ihre ungelösten Probleme auf die Klienten. Ich habe meine zwischen 20 und 30 selber lösen müssen und erst nach der Wende Psychologie studiert. Und da hatte ich aber die gröbsten Sachen in mir schon bereinigt und ich hoffe zumindest, dass meine Klienten nicht unter meinen eigenen Macken bleiben müssen. Das ist sehr, sehr weise, denn das stimmt, wenn jemand mit 25 von der Uni kommt und dann Psychotherapie macht, es kann ja wohl irgendwo nicht ganz sein, nicht? Also. Vor allem in der Selbsterfahrungsanteil, der da im Studium sehr gering oder so, ne? Man wird nicht wirklich genötigt, sich seine eigenen Verletzungen anzuschauen. Und das habe ich halt sehr, sehr ausgiebig gemacht. Das heißt, du kommst praktisch von unten nach oben, ne? Von genau, der eigenen Erfahrung in die Arbeit, was sicherlich ein guter Weg ist. Denn nicht umsonst sind ja viele Psychotherapien, sag mal, wirkungslos, weil entweder du hast einen falschen Therapeuten oder du hast einen, der vor dem zurückschreckt, weil im Klienten, weil genau das sein Problem ist, was er nicht gesehen hat. Oder er versucht sogar nicht, dich noch umzudrehen. Ja? Ich war also auch immer sehr Vorsicht, ich hatte Gott sei Dank eine gute Jungianerin für 2 oder 3 Jahre und das hat mir wirklich geholfen. Aber generell, wenn ich jetzt manchmal noch denke, vielleicht bräuchte ich jemanden, mit dem ich mal reden könnte, also ich würde nicht hier gleich um die Ecke gehen zu jemandem. Ja. Genau. Okay, so dann gehen wir mal ins Thema, was wir haben, älter werden. Wir werden ja nun unweigerlich älter, das sieht man ja an uns selber. Und manchmal bin ich erstaunt und denke, wie komme ich denn jetzt so weit im Leben? Wer hätte je gedacht, damals, als meine Tante 40 war, da dachte ich, Mensch, ist das alt. Ja? Und nun sind wir noch weit drüber hinaus. Was ist dein Take dazu? Was ist deine Einstellung dazu? Ja, fangen wir mal damit an. Ich bin ja gelernter Hippie. Ne? So in meiner Jugend und traue keinem über 30 und lebe intensiv, liebe heftig und stirb früh. So mit diesen Sprüchen bin ich natürlich auch losgegangen. Jetzt werde ich in ein paar wenigen Wochen 60 und finde das Leben ziemlich cool. Genieße es sehr, lebe ein sehr selbstbestimmtes, verrücktes Leben. Ich meine, Psychotherapie ist ja nur eine der Sachen, die ich mache, sondern ich arbeite ja auch DJ und mache Bewusstseinspartys. Und naja, ab und an eben auch mal ein paar Vorträge oder ein Buch schreiben. Aber eigentlich so diese Bewusstseinspartys zum Beispiel halte ich mit für die spannendsten Sachen. Partys für Erwachsene nenne ich die auch. Mhm. Also E40, ab 40 aufwärts, nichts für junge Leute, weil da geht es eben nicht darum, wie junge Leute, die in den Club gehen und nach einer Freundin Ausschau halten, sondern da geht es einfach um Bewusstseinserfahrungen. Ne? Und und das ist spannend, sag mal mehr dazu. Ja, das sind Schlafkonzerte, nenne ich die auch. Also das findet auch nicht in einem Club statt, sondern in einem Yoga-Loft. Das nutzen wir dafür immer und dort bringen die Leute ihre Schlafsäcke mit, Yogamatten und so gibt es ja sowieso. Und ja, zu Anfang wird zumindest bei den Wake-ups im Frühling auch ein bisschen getanzt. Im Herbst zu den Sleep-ins wird nur gelegen. Und dann werden die Menschen mit Ambient-Musik in veränderte Bewusstseinsräume geführt, eine ganze Nacht durch. So, ne? Also das geht bis zum nächsten Morgen. Es gibt dann
Chai und Obst und so in der Küche. Man kann dann zwischendurch aufstehen, leise sich was holen und ansonsten schweben die Leute in erweiterten Bewusstseinszuständen durch die Nacht und ja, werden dann am Morgen, wird die Musik dann wieder ein bisschen lebendiger und dann kann man auch wieder ein bisschen tanzen, so zum Aufwachen, um die Glieder zu recken und so. Aber die Masse dieser Partys findet im Liegen statt. Und also auch nicht zwischendurch, dass die Leute nicht untereinander sprechen. Klar, in der Küche kann man dann auch mal mit jemandem drei Worte sprechen, aber es findet in Stille statt. Oft beginnt es mit einer gemeinsamen Meditation und so. Dann manchmal auch noch eine Live-Einspielung, dass ich irgendeinen Künstler einlade, der live was macht, auch im Ambient-Bereich. Und dann liegen die schon und genau. Und Und besprecht ihr dann am Morgen über die Erlebnisse und wie die Menschen das dann... Nee, wir essen schon noch gemeinsam Frühstück und machen den Raum wieder klar. Und natürlich wird dabei auch gesprochen. Ne? Aber es ist eine Veranstaltung für... Das ist für Menschen, die sowieso schon fliegen, dass die noch höher fliegen. Das ist was anderes. Also eine Psychotherapie ist für Menschen, die auf allen Vieren kriechen, um sie wieder zum Laufen zu bringen. Selbsterfahrung ist für Menschen, die laufen können, um sie zum Fliegen zu bringen. Und diese Bewusstseinspartys sind für Menschen, die sowieso schon fliegen, um sie noch eine Stufe höher zu katapultieren. Das ist sehr spannend. So, das kann dann jeder für sich selber sehen. Sind es dann Träume, traumartige Erinnerungen wahrscheinlich, denke ich mal? Oder? Na, die meisten sind wach. Ne? Also sie sind in veränderten Bewusstseinszuständen. Also, das sind psychedelische Partys. Ne? Also, genau. Und die sind wach. Also viele haben Pilze oder LSD genommen oder so. Und das hält einen sowieso nachtwach. Also das ist es geht um erweiterte Bewusstseinsräume. Ne? Okay. Musik führt sehr bewusst, teilweise sind auch so Sprachschnipsel drin, zum Beispiel von Wilber oder Osho oder so, die dann nochmal bestimmte Sachen antriggern, noch so bestimmte Räume. Genau. Das finde ich super spannend. Wir haben kurz vorher ja schon gesprochen und dann sagte ich dir, dass ich gehört habe, älter werden ist ja, ja verbunden mit der wahrscheinliche Nähe zum Tod, nicht? Mhm. Und viele Menschen haben Angst vor Altwerden und Tod. Mhm. Und wo ich vor Angst habe, ist eigentlich mehr dieses Leiden vorher, ja, was ich auch gesehen habe mit Marc, diese Schmerzen, die dann also wirklich schlimm sind. Mhm. Offensichtlich hat ja diese Arbeit, die du tust, auch da. Mhm. Kann dazu führen, dass die Angst vermindert wird. Was kannst du dazu sagen? Also gerade mal für ältere Leute, die jetzt, sagen wir mal, so weit sind, dass sie denken, jetzt ist es bald soweit, ja? Okay. Was kann ich dazu sagen? Also erstmal, ich selber mir geht es genauso wie dir. Ich habe keine Angst vorm Tod. Hoffe aber, dass das Sterben nett wird, weiß, dass das viel mit Loslassen zu tun hat. Ich selber habe 4 Nahtoderfahrungen gehabt. Ich habe ja auch das andere Totenbuch geschrieben, also ein Buch, wo ich diese Erfahrungen verarbeitet habe. Und im Gegensatz zur Geburt kann der Tod wirklich ein Fest sein. Also das, was ich dort erlebt habe, und zwar immer wieder nach 4 Nahtoderfahrungen, weiß man dann langsam, was kommt. Ne? Das ist, da dachte ich, ja, okay, auf der anderen Seite ist es viel schöner als auf dieser. Ne? Trotzdem kann ich diese Seite der Realität auch genießen und bin auch gerne immer noch hier, auch wenn mich manchmal so die menschliche Dummheit in ihrer Wiederholung langweilt. Aber ich freue mich immer wieder über Sonnenstrahlen, wenn im Frühjahr das Grün kommt. Also Natur hat eine... Obwohl das immer Wiederholung ist, hat das also einen sehr großen Wert für mich und ist auch das, was mich neben der Liebe zu meinen beiden Frauen auch am meisten hier hält, weil sonst könnte ich auch jeden Tag gehen. Also ich lebe auch nur noch die Kür seit diesen Nahtoderfahrungen. Es gibt nichts mehr wirklich zu erledigen. Also das Leben ist reinweg noch Kür und könnte jeden Tag zu Ende sein und das wäre völlig okay. Ja, so weit bin ich noch nicht. Das verdanke ich wirklich auch diesen Nahtoderfahrungen, muss ich ganz klar sagen, dass also jeder Ehrgeiz zum Beispiel weg ist. Jeder Ehrgeiz noch darum, das ist so
ich sollte die Bücher mal überarbeiten oder so, oder zum Beispiel das Englische, die englische Version von Totenbuch rausbringen, die liegt die ganze Zeit schon übersetzt und ich komme nicht zum Layouten, weil irgendwie gerade schönes Wetter ist und ich lieber spazieren gehe und es völlig egal finde, ob das nun erscheint oder nicht. Ja, vielleicht ist es nicht so ganz egal, weil Menschen können ja davon profitieren. Ja? Und ich habe ja damals, als meine Mutter starb, es ist jetzt 10 Jahre her, hatte ich dein kleines Totenbüchlein bestellt und habe das mit ihr dann vorgelesen, so ein bisschen. Und ich hatte das Gefühl, also wenn es nicht ihr geholfen hat, hat es zumindest mir geholfen. Mhm. Ja? Und ich finde es schon sehr wichtig, dass es das gibt. Und Deutsch ist halt eine relativ begrenzte Reichweite an Sprache. Insofern fände ich das schon ganz spannend, wenn du das rauskriegen könntest, weil das ja auch was ist, was nicht alle Weltthema ist. Ja? Also macht nicht jeder, sagen wir mal. Ja, ja, ja. Ja. Vielleicht kann ich dir ja ein bisschen helfen irgendwie dabei. Genau. Also was ich eben festgestellt habe, das war eben, also bei meinen eigenen Eltern habe ich das sehr erlebt. Die sind beide, nachdem sie die Erlaubnis bekommen haben zu sterben, innerhalb von einem Tag beziehungsweise innerhalb von 4 Stunden gestorben. Also ich habe den beiden die Erlaubnis gegeben, richtig gehend. Ihr dürft gehen, wir kümmern uns um alles. Ne? Erst meinem Vater, der ist ein paar Jahre früher gestorben, bei dem haben sie gerade Krebs diagnostiziert und der hatte eine Nahtoderfahrung, weil der Bluter war mal bei einer OP 20 Jahre vorher gehabt und dem habe ich dann halt, nachdem ich ihn besucht hatte und ich habe ja auf der Palliativstation, ich beschäftige mich ja seit vielen Jahren mit dem Tod, ne, auf der Palliativstation gearbeitet und ähnliches und sah, dass eigentlich dort ein Sterbender kommt und wir hatten gerade angefangen, so die ganze alternative und normale Ärzteschaft in Gang zu setzen, alle unsere Beziehungen spielen zu lassen. Und ich sage, nee, das ist eigentlich ein sterbender Mann und habe dem dann zu Hause angekommen. Ich wohnte in Leipzig, er hat in Magdeburg einen Brief geschrieben und habe gesagt, du Alfred, erinnere dich, du hattest eine Nahtoderfahrung, du weißt, dass das, was dahinter kommt, nicht schlimm ist. Und wenn du glaubst, dass es tatsächlich an dem ist, lass los. Du darfst loslassen, wir kümmern uns um alles, deine Gärtnerei läuft weiter, etc. Der Brief ist angekommen, die haben ihm den am Vormittag vorgelesen, dann hat er Mittag gegessen, Mittagsschlaf gemacht und ist nicht wieder aufgewacht. Ja. Bevor überhaupt diese ganze Mühle losging, die man so, wenn jemand gerade Krebs diagnostiziert hat, in Gang ging, ne, hat er, bei meiner Mutter war es ähnlich, ne? Die ist, da habe ich das noch, die war, erstmal war es ja ganz lustig, die war mit 70, kriegte sie dann irgendwann Angst vorm Tod und fragte mich so, ich werde jetzt alt und wie ist es? Und sie wusste ja, dass ich mich viel mit Tod beschäftige und mit Spiritualität. Und dann habe ich sie gefragt, willst du es wissen? Hat sie gesagt, ja, okay, ich will es wissen. Und dann habe ich mit ihr 2 Sitzungen gemacht. Eine mit MDMA, dass sie erstmal eine Idee kriegt, dass sogenannte Drogen nicht unbedingt mit Alkohol zu vergleichen sind, nur schlimmer, sondern dass die in völlig andere Bewusstseinsräume führen. Wo sie dann erstmal so ein Vertrauen gekriegt hat zu dem. Und dann habe ich noch eine Sitzung 1-2 Monate später mit Pilzen mit ihr gemacht. Und damit war das Thema, also Magic Mushrooms, also psychologische Pilze. Und damit war das Thema Tod für sie erledigt. Damit ist sie dann also sehr entspannt noch 5 Jahre weitergelebt und das war nie wieder Thema. Sie war völlig relaxed und dann hat sie 2010 irgendwann gesagt, Anfang des Jahres so, ja, dieses Jahr werde ich höchstwahrscheinlich sterben. Das ist ja irre. Und dann kam sie also Anfang Dezember ins Krankenhaus mit einer Lungenentzündung und wir haben sie dann auch dort besucht, wie man das so als Kinder macht. Und dann waren wir am 30. Dezember noch bei ihr und dann sprachen wir auch so darüber, ja, wie lange sie denn noch leben würde. Und sie meinten, naja, ich vermute oder hoffe, dass mir noch ein Frühjahr geschenkt wird. Und dann habe ich ihr gesagt, Rosemarie,
du wolltest doch eigentlich dieses Jahr sterben, hast du Anfang des Jahres gesagt. Und wir haben uns noch darüber ein bisschen unterhalten. Ich bin dann nach Hause gefahren und habe dann nächsten Tag den Anruf gekriegt. Sie hätte also Frühstück gegessen, dann sei die Schwester rausgegangen, wollte einen Kaffee holen, als sie wieder reinkam, war sie tot. Hat sie ihr Versprechen wahrgemacht? Hat sie es tatsächlich noch 2010 geschafft. Weil du sie erinnert hast, ja? Weil ich sie erinnert habe. Also ich glaube, in dem Moment, wenn Menschen das wissen und da ja auch keine Angst vor haben, muss man sagen, beide hatten keine Angst davor. Mein Vater, weil er auf natürliche Weise mal eine Nahtoderfahrung hatte, meiner Mutter, weil sie auf verbotene Weise mal hinter den Vorhang schauen durfte, was da passiert. Und damit war das dann ganz leicht. Da konnten die dann auch ganz leicht loslassen. Ne? Das war überhaupt kein Problem. Also das bringt mich zu zwei Sachen. Das eine, die Geschichte, die ich von meinem Ex-Partner hier, nicht meinem Mann, der jetzt gestorben ist, einen italienischen Partner, den ich vorher hatte, vor über 20 Jahren. Und als er einen Gehirn- oder Schlaganfall hatte und im Krankenhaus war und seine damalige Gefährtin wollte unbedingt Spezialisten und alles Mögliche. Und er konnte nicht mehr sprechen und war so. Und dann bin ich jeden Tag zu ihm ins Krankenhaus gegangen und habe ihm erklärt, was los ist. Weil kein Mensch nahm sich die Zeit, ihm zu erklären. Und ich habe ihn erinnert an seine Sprüche. Er sagt, wenn du ein Problem hast, du kannst es lösen, warum sollst du dann weinen? Und wenn du ein Problem hast, du kannst es nicht lösen, warum sollst du dann weinen? Mhm. Und dann habe ich zu ihm gesagt, das ist ein Problem, was du jetzt hast, das kannst du nicht mehr lösen. Und dann war es so weit, dass er jetzt hätte ins Hospiz gehen können und genau an demselben Tag ist er früh gestorben. Mhm. Und ich habe auch gedacht, das lag wirklich, weil ich ihm erklärt habe, was mit ihm los ist und dass er das nicht lösen kann. Und sein Credo war gewesen, nicht in so einem Zustand leben zu wollen und dass er dann beschlossen hat zu gehen. Mhm. Ja. Und das andere, was ich dazu sagen wollte, wäre das nicht etwas für jeden, der älter wird, das zu erfahren, um diese irrationale Angst loszuwerden. Was ich mit meinem, ich habe ja nach Marks Tod die Serie Conscious Living, Conscious Dying kurz gehabt, wo wir über Sterben und Sterbebekleidung gesprochen haben. Ein paar Leute sind sehr interessiert, aber die meisten Leute wollen damit ja nichts zu tun haben. Nein. Und ist das nicht hirnverbrannt? Das ist ja das Einzige, wo wir wirklich, wirklich, wirklich 100.000% sicher sein können, dass es eintritt und keiner will davon was wissen, weil wir Angst haben. Ja. Wenn dann dein Approach, also dein Ansatz doch eigentlich den Menschen zeigen könnte, dass es da wahrscheinlich gar nichts gibt, wovon man Angst haben muss. Ne? Ja. Also, habe ich ja noch nicht gesagt, in Leipzig gibt es auch jedes Jahr am Toten Sonntag wird Sterben geübt. Da mache ich mit einer Klangschalenkünstlerin eine öffentliche Lesung, das andere Toten, eine meditative Lesung, die findet auch im Liegen statt, die ist richtig öffentlich, da kann auch jeder kommen. Also Klangschalen sind ja so, geriebene Klangschalen kommen ja dem Urton oben, also dem, was einem unter anderem auf der anderen Seite erwartet, am nächsten. Ne? Und ich sage immer, Pina versetzt diese Leute mit ihren Klangschalen in diese Bewusstseinszustände und ich quatsch noch ein bisschen dazu, damit sie nicht einschlafen, indem ich das Totenbuch lese. Und das findet in Leipzig großen Anklang. Also das ist jedes Mal voll. Das ist jedes Mal voll, die Veranstaltung, ohne dass wir groß viel Werbung machen. Einfach sich vorzubereiten, indem man darf da auch liegen oder sitzen und das wie eine geführte Meditation eben mit einer langen Entspannungseinleitung und dann werden so die wichtigsten Stellen aus dem anderen Totenbuch gelesen und die Menschen gleiten dann da rein und manche schlafen auch dabei, ist völlig okay, weil so tief ist der Schlaf nicht, die hören das und werden dann irgendwann zurückgeholt und finden diese Veranstaltung sehr beliebt. Super, also du solltest Lehrer ausbilden, die dann, und vor allen Dingen auf Englisch auch, die dann in die Welt gehen und das tun. Denn ich glaube, das ist die Hauptsache, dieses Tabu,
des Todes, dass man so viel Angst hat und nicht weiß, wie man damit umgehen kann. Ja. Und das Tolle ist eben, sie erleichtert, diese Angst nicht zu haben, erleichtert das Leben so ungemein, finde ich. Das ist das Abgefahrene, ne? Es ist ja nicht nur, sondern das Leben macht viel mehr Spaß, weil man weiß, dass man vor eigentlich nichts mehr Angst haben muss. Also man befrachtet das Leben nicht mehr mit irrationalen Ängsten. Natürlich passe ich auch auf und reagiere auch schreckhaft, wenn ich unvorsichtig über die Straße gelaufen bin und eine quietschende Bremse höre oder so. Klar, ne? Also, aber das sind ja auch nicht rationale Ängste, aber greifbare Ängste und genau. Haben einen Grund. Aber ja, genau. Ja. Und das ist. Aber diese irrationale Angst vor dem Tod, die gerade im Älterwerden dann das Leben belastet und so subtil unten drunter immer mitläuft, die gibt es dann eben nicht. Man kann weiterhin volle Kanne Gas geben im Leben und ne, ohne unvorsichtig zu sein, aber auch ohne in so einer Ängstlichkeit zu sein. Das ist ein sehr, sehr angenehmes Leben. Mhm. Super. Und warum weiß das keiner? Also ich meine nicht keiner, aber so wenig. Weil denen das vermutlich nicht wichtig ist. Also ich glaube, vielen Menschen ist es einfach nicht wichtig. Oder sie haben eben tatsächlich auch Angst, überhaupt sich damit zu konfrontieren. War denn das? Das war. Also in meiner Verwandtschaft sind schon richtig schrille Sachen passiert. Also erstmal am meisten beeindruckt hat mich ja meine Oma. Meine Oma hat Lungenkrebs gekriegt mit 75, ist ins Krankenhaus gekommen, hat am Morgen ihres Todestages gesagt, so, heute sterbe ich, bitte rufen Sie alle meine Verwandten zusammen, dass ich mich verabschieden kann. Und das hat sie dann tatsächlich gemacht und mittags irgendwann um eins hat sie die Hände über die Brust gelegt, ist gestorben. Da habe ich gedacht, so möchte ich auch mal sterben. Das hat mich sowas von beeindruckt, wo ich dachte, wow, das ist ein bewusster Tod. Und die war hochspirituell, ohne dass die je was darüber gesagt hat. Also als Kind konnte ich immer so eine weiße Aura um sie sehen, wie ich sie später nie wieder bei einem Menschen gesehen habe. Also, und die hatte aber so eine ganz, ohne jetzt in irgendeiner Richtung zuzugehören, die war offiziell evangelisch, ist da aber nie hingegangen oder so, ne? Aber hat sich so auch viel für Kinderdörfer und so in den 50er, 60er Jahren organisiert, also wo das noch nicht opportun war oder so. Ne? Mhm. Und hatte so eine intuitive Spiritualität. Und also man merkte, dass die ganz viel vom Leben verstanden hatte, ohne dass die da jetzt zu irgendeiner Richtung dazu gehörte. Ohne täglich 10 Stunden auf der Matte zu sitzen sozusagen. Genau. Ja. Und dann ist jetzt letztes Jahr meine Tante hoch in die 80 gestorben und dann habe ich angerufen, ihre Tochter, die dann da war, die ist so mein Alter ungefähr, auch so um die 60, und wollte mit ihr drüber sprechen und so und sie sagte, lass mich bloß in Ruhe, ich will nichts davon wissen vom Tod und so. Und dann fahre ich zur Beerdigungsfeier. Und dann wird uns auf der Beerdigungsfeier, ich komme dort an und so gesagt, wisst ihr was, es gibt zwar den Gottesdienst für Ruth, aber es gibt keine Feier danach, weil gestern ist ihre Tochter Iris auch gestorben. Die ist einfach umgefallen und sie wollte nichts vom Tod wissen, ist keine 5 Tage nach dem Tode ihrer Mutter umgefallen und war auch tot. Aus dem Nichts heraus. Wow, das ist ja. Das war für uns natürlich schon ein Schock oder so, ne? Und ich dachte, ey Mädel, vielleicht hättest du doch dich darauf einlassen sollen, dir von mir ein bisschen was erzählen zu lassen oder so, ne? Dann wird sie jetzt vielleicht noch leben. Ne? Ist praktisch sprichwörtlich das Herz stehen geblieben, so. Genau, er ist sprichwörtlich das Herz stehen geblieben und die hatte nichts. Die hatte sich dann eine Woche Urlaub genommen, hat dann zu Hause aufgeräumt, im Haus ihrer Mutter und so, ne? Und ist aus der kalten Ecke umgefallen und war tot. Einen Tag vor der Beerdigungsfeier für ihre Mutter. Konnte sie nicht ertragen, ne? Wahrscheinlich. Ja, das wow. Ich habe wirklich die ganze Spannbreite von sehr bewusst sterben bis zu völliger Negierung, Ablehnung und ja.
der Tod macht auch vor denen kennen halt. Also ja. Das ist wirklich schrill, so, so eine Spannbreite, das zu erleben. So, wir sprechen ja ums Älterwerden. Älterwerden beginnt ja praktisch kurz nach der Geburt. Okay. Aber wahrscheinlich meinen wir das nicht so. Wir meinen, sagen wir mal, wir sprechen von 40 aufwärts. Weil mit 40 denkt man ja schon, man sei super alt. Ja? Oder wie du sagst, trau keinen über 30. Früher dachte man, 30 wäre alt. Und dann verschiebt sich das ja ein kleines bisschen. Und jede dieser Stufen, sagen wir mal, ist ja mit Ängsten verbunden und mit Schwierigkeiten. Vielleicht können wir da mal ein bisschen drüber reden. Wahrscheinlich ist das Publikum, das das anhören wird, unser Alter, denke ich mal, oder vielleicht 50 bis 70, 80 oder so. Aber auch schon vorher, Menschen, wenn sie 30 sind und das schon als alt empfinden. Wie gehst du da als Psychotherapeut erstmal damit um oder hast du dann noch andere Möglichkeiten, die Menschen schon mal von da ab auf den Weg zu bringen, keine Angst vor Älterwerden zu haben? Ich erinnere mich, dass ich gesagt habe, also bevor 40 möchte ich über Tod und Älterwerden gar nicht nachdenken. Und dann kamen so die Ereignisse und dann hatte ich das zu tun. Ja, aber wir leben ja heute in einer weitaus aufgeklärteren Gesellschaft, wo jüngere Leute auch schon zum Beispiel zu integralen Gedankengut und Lebensweisen kommen, was bei uns ja noch nicht ganz so der Fall war. Was könntest du erstmal jüngeren Leuten sagen und dann gehen wir mal so das Alter aufwärts? Oh, das ist ein bisschen schwierig, weil ich bin ja ziemlich radikal. Ja, dann sag's radikal. Du hast vorher schon bestimmte Sachen zu mir gesagt, dass bestimmte Psychotherapien oder bestimmte Therapien für bestimmte Altersgruppen wahrscheinlich die besseren sind. Vielleicht kannst du darüber ein bisschen sagen. Und sei so radikal, wie du willst, soweit okay, ich sein kann. Ich habe ja so einen magischen Teppich. Ich habe ja... Ich habe ja die Teppichtherapie erfunden. Das ist so mein Hauptarbeitsmittel. Und das Wichtigste ist ja in meiner Arbeit, auf dem Teppich arbeite ich klassisch. Und dann hole ich die Leute vom Teppich runter und führe sie in die Leerheit und lasse sie aus der Leerheit auf den Teppich schauen. Und dann reagieren die ziemlich regelmäßig mit Lachanfällen, was sie sich dort in der Mitte kreiert haben. Also, dass sie erkennen, dass es gibt niemanden, es gibt nur die Leerheit, es gibt nur den leeren Raum oder Geist oder das reine Bewusstsein, was so tut, als ob es die Person ist, die da in der Mitte gerade ein Problem hat oder Adelheid Hörnlein oder Wolf Mirko Weinreich oder so. Es gibt nur die Leerheit. Ne? Deshalb kann auch niemand sterben, sondern Bewusstsein zieht sich aus dem Körper zurück. Das ist ein großer Unterschied. Also das betone ich immer wieder. Da stirbt niemand, sondern das eine Bewusstsein zieht sich aus dem Körper zurück. Und das würde ich mal dazu, da möchte ich dazu kurz was sagen für Leute, die mit diesen Begriffen nicht viel anfangen können. Wo hast du das her, diese Weltsicht oder diese Einsicht? Und ein bisschen Kontext, damit es verständlich ist. Also es ist Wilber, ne? Ganz klar. Also manifest, subtil, kausal, ich sage nicht grobstofflich, weil ich finde, entweder grobstofflich, feinstofflich leer oder manifest, subtil, kausal. Ich bin da deutsch-pedantisch, um das zu sagen. Und eben non-dual, klar, dann als der eine Zustand, der die anderen drei in sich vereint. Das ist natürlich Wilber und grundsätzlich auch dieser Gedanke, und das ist mir sehr wichtig, und dass alle Religion im Prinzip nur versucht, subtil, kausal, non-dual bewusst zu erleben als die Zustände, die wir im Traum bzw. Tiefschlaf erleben. Also dass eigentlich Religion nur versucht, im Wachzustand erfahrbar zu machen, was wir im Schlaf sowieso erleben. Und deshalb nichts Besonderes ist und dass Tod nichts anderes ist als eine permanente Auflösung ins Kausale. Also das eine Bewusstsein zieht sich aus dem Manifesten durch Subtile möglichst bis ins Kausale zurück und dann bleibt ein lebloser Körper liegen und den nennen wir dann Tod.
Und in dem Moment, wo man also durch Meditation oder psychoaktive Substanzen eben ein- oder mehrfach die Erfahrung gemacht hat, dass man nicht das abgetrennte Bewusstsein ist in dem Körper, als dass man sich als Mensch normalerweise im Wachbewusstsein erlebt, sondern das eine verbundene Bewusstsein, was in allen Menschen wirkt, dieses Hintergrundbewusstsein, dann hat man natürlich auch keine Angst mehr vor dem Tod. Also man lernt es, seine Identifikation zu verlagern, zu subtil bzw. kausal und begreift, dass, ich nenne es immer die Körpergefühlsverstandesmaschine, das, was wir normalerweise mit Menschen nennen, ist eine Körpergefühlsverstandesmaschine, die von der Seele als dem subtilen persönlichen Anteil beziehungsweise vom Geist durch die Seele gesteuert wird. Also Geist benutzt meine Seele als tiefer psychisches Selbst und das benutzt meinen Körper oder diese Körpergefühlsverstandesmaschine, um Erfahrungen zu machen. Und Geist benutzt eben nicht nur meinen Körper, sondern auch deinen und den der 7 Milliarden anderen Menschen, die es noch gibt, ne? Und in dem Moment, wo ich mich mit dem identifizieren kann, wo ich erlebe, dass ich genau das bin, dann fällt natürlich auch jede Angst weg und natürlich auch jede Angst vorm Älterwerden. Also dann wird mir klar, dass diese Körpergefühlsverstandesmaschine nichts anderes ist wie ein Auto. Und wenn es irgendwann klapprig ist, dann steige ich aus und kaufe mir ein neues. Und so ist das mit dem, was wir Mensch nennen, eben auch, wenn der Körper verschlissen ist, dann steige ich aus, sprich werde wieder Geist. Und falls ich möchte, will und Lust an der Evolution habe, suche ich mir einen neuen Körper. Also sprich, werde wieder neuer Mensch. Und ja, diese Verlagerung des Bewusstseins weg von der Identifikation mit den aktuellen Gefühlen, den aktuellen Gedanken, dem aktuellen Körper hin zu dem, was dahinter ist. Das ist eigentlich, sind immer so meine Abschlussinterventionen. Wenn ich jemand sagt, er ist knallharter Materialist und will das gar nicht, dann dränge ich dem das nicht auf, weil die Arbeit in der Mitte des Teppichs macht auch Sinn. Ne? Genau, aber, das wollte ich nämlich fragen. Was machst du mit Menschen? Oder braucht diese Einsicht, entweder das Erleben, was du sagst, kann man durch bestimmte Drogen oder Mushrooms oder so erhalten. Oder du musst es glauben. Und bislang war es halt meistens Glauben. Und diese psychedelischen Drogen sind ja mehr oder weniger verboten. Das heißt, der Zugang ist nur wenigen Menschen möglich. Dann haben wir es durch holotropes Atmen und andere Wege. Meditation dauert ewig. So ist es nicht für jeden unbedingt zugänglich. Und wenn du dann glauben sollst, dann kommt ja der Atheist oder die super rationalen Leute und sagen, das ist ja alles Quatsch. Nehmen die sich damit nicht vielleicht eine Lebensgrundlage, so wie du das siehst? Das ist das Spannende. Also ne, das ist ein Teppich, der hat eine helle Mitte, einen braunen Rand, der ist ungefähr 30 cm breit und dann eben der Rest des Fußbodens. Und das Abgefahrene ist, wenn ich vorher mit den Leuten gut in der Mitte gearbeitet habe und sage, so und jetzt werden sie mal zu ihrem Gesamtbewusstsein, sprich einschließlich all dem, was in ihrem Unbewussten ist, wo sie keinen Zugang drauf haben, Zugriff drauf haben, also ihre Geburt, jedes Mal, was sie als Baby glücklich oder traurig waren, ihre Spielkameraden im Kindergarten, ihr gesamtes Leben ist im Bild und Ton jede Sekunde in ihnen gespeichert, aber sie können es nicht abrufen. Alles, was sie jemals gelernt und wieder vergessen haben, ihre gesamten Traumwelten, möglicherweise auch Anteile, die nicht an das Gehirn gebunden sind, Bewusstseinsanteile, die vor ihrer Geburt schon da waren, nach ihrem Tode weiter existieren werden. Und das wird vom braunen Rand symbolisiert. Stellen Sie sich mal auf den braunen Rand und die Leute tun das. Manchmal auch ohne, dass ich es angesagt habe. Manchmal mache ich es aus der Arbeit heraus. Und die erleben das. Das ist das Irre. Die erleben Sachen, die andere nur in psychedelischen Zuständen oder in Meditation oder so erleben. Dann sage ich so, und jetzt stellen Sie sich vor, Sie wären der leere Raum, der alles enthält. Sie, Leipzig, mich, die 7 Milliarden Menschen, die Erde, dieses Sonnensystem, die Milchstraße, das ganze Universum, gehen Sie runter vom Teppich, lassen Sie alle Identifikation los und Sie werden leerer Raum. Und er fragt, und wie geht's Ihnen? Super, super. Es ist ganz leicht, ich bin nur mittelmäßig groß, mir kann nichts passieren.
Okay. Und wenn Sie wenn Sie als Person Teil Ihrer Seele ist, die Seele ist Teil des leeren Raumes, sind Sie auch Teil von der Person? Ja. Wenn ich als Therapeut Teil meiner Seele bin und bin als Seele Teil des leeren Raumes, sind Sie auch Teil von mir? Ja. Gilt das auch für Ihren Partner, für Ihre Eltern und so weiter? Ja. Ich nenne das immer LSD-Therapie ohne LSD. Dann gehen sie runter vom Teppich und sind plötzlich völlig frei, völlig losgelöst. Könnte es sein, dass das ihr innerster Zustand, ihr wirklicher Kern ist? Ja. Wow. Leute, die keinen, die sich da nie Gedanken darüber gemacht haben, zu mir kommt Tante Emma von um die Ecke, also der ganz normale sächsische Durchschnittsbürger oder so, ne, zu mir kommen zwar auch Leute, die zu mir kommen, weil sie zu mir kommen wollen, weil sie irgendwie was von Büchern gelesen haben, aber ich bin ja auch ganz normal über Google zu finden, da kommen ganz normale Leute mit ihren, und es funktioniert bei denen. Ohne, wow. Dass die jetzt meditieren müssen, Drogen nehmen müssen oder sonst was, sondern durch diese, das ist, ja. Das erinnert mich ein bisschen an Aufstellungsarbeit, wenn man die selber macht und steht für jemand anders, dann kommen plötzlich Sachen in einem hoch, die wirklich nicht zu einem selber gehören, zu der eigenen Erinnerung. Und das Prinzip ist dasselbe, genau. Das Prinzip ist dasselbe. Ne? Es ist dieses wissende Feld, mit dem ich ganz genau arbeite, nur dass ich eben nicht irgendwelche Verwandten oder sonst was oder Familienmitglieder aufstellen lasse, sondern ich sage, ja, gehen Sie mal in Ihre Seele oder werden Sie mal der Zeuge, sprich der leere Raum, in dem alles enthalten ist und es funktioniert. Das ist klasse. Also es ist ja auch im Big Mind, Big Heart im Prinzip enthalten. Ne? Ja. Nur dadurch, dass es dann räumlich passiert, kriegt es nochmal eine andere Intensität. Ja. Dimension. Es hat mich auch ein bisschen erinnert, wenn du sagtest, innen drin ist es sozusagen der Bewusstheitsraum oder ein bisschen an Asa Joli, an die verschiedenen Bewusstseins-Layers, an das höhere Unterbewusste und das tiefere Unterbewusste und der Raum, der theoretisch zugänglich ist, das ist wahrscheinlich der Teppich, ja, den man mit Psychotherapie bearbeiten kann. Aber genau. Wenn man tiefer gehen will oder höher, dann braucht man andere Mittel. Das ist genau. Super spannend. Ich glaube, ich komme. Und das mache ich eben, indem ich die Leute vom Teppich runterscheuche. Ne? Ja. Und das funktioniert. Klasse. Ich habe davon noch nichts gehört. Das ist klasse. Ich, wenn ich nach Leipzig komme, dann machen wir einen Termin aus. Das möchte ich erleben. Das ist super. Okay, wir waren jetzt beim Älterwerden. Das ist also praktisch für alle Altersstufen, nicht? Genau, ne? Und ich meine, die Leute zum Psychotherapeuten, weil er Angst vor dem Älterwerden hat, kommt ja keiner. Die meisten Leute haben ja konkrete Probleme oder so. Mhm. Also es kommt jetzt kaum jemand zu mir und sagt, Herr Wenger, ich habe Angst vor dem Älterwerden, was kann man da machen oder so. Ich meine, klar, da könnte man genauso arbeiten, das wäre kein Unterschied. Das also, fände ich so ganz wichtig, ehrlich gesagt. Man schämt sich ja geradezu, sagen zu müssen, oh, ich hab Angst vorm Älterwerden, ja. Als wäre das ja, ist ja auch noch ein Tabu, dass du Angst hast davor. Nicht nur das Älterwerden, sondern. Das kann sein. Ne? Also mir ist es wirklich inzwischen relativ egal, weil wenn man oft genug vom Teppich unten war, dann weiß man, dass eben wirklich der Körper nur wie ein Auto ist, was irgendwann eben auch klapprig und alt wird und nicht mehr funktioniert, weil die Lager zu ausgeleiert sind, der Kolben zu ausgeleiert ist, der Motor nicht mehr richtig funktioniert, irgendwelche Drähte durchgebrannt sind und das dann irgendwann mal ersetzt werden muss. Ne? Und nimmt das ganz gelassen hin, weil so ist das eben bei Autos. Man ist dankbar dafür. Also ich muss sehr sagen, ich bin jetzt weder sehr groß, noch sehr schön, noch sehr kräftig, noch, aber bin dankbar, wie gut mein Körper die vielen zig Jahre seinen Dienst versehen hat. Jetzt muss ich ein bisschen zu Kisa gehen und mache jeden Morgen gegen die Rückenschmerzen Frühsport und so, ne, so irgendein Rückentraining, wo ich früher mit 20 dachte, so ein Quatsch oder so. Ja. Und ist jetzt dran, weil sonst habe ich den ganzen Tag Rückenschmerzen, wenn ich nicht solche Sachen mache. Ne? Ehrlich gesagt, auch bei 20-Jährigen, die den ganzen Tag am Computer hocken oder am Handy, die dann die Schultern so haben, bei denen ist es jetzt auch, das ist all das
unabhängig, würde ich mal sagen. Inzwischen, ja, aber wir sind ja noch... noch von der alten Schule. Wir kommen ja noch aus der Vorcomputerzeit. Ne? Ja, aber um auf deinen Vergleich mit dem Auto zurückzukommen, du tust ja auch Motoröl ins Auto, damit es ein bisschen länger hält. Genau, ja? Genau. Und, genau. Wir sind deswegen, nur weil wir wie ein Auto sind, sind wir nicht... ist das nicht eine Rechtfertigung, den Körper zu vernachlässigen? Nee, überhaupt nicht. Ne? Also mit Smoothie trinken, grünen Smoothies und viel Obst essen und so gut. Was immer man tut, aber dass man auch wertschätzt, dass man diesen Körper hat, statt immer das alles von sich wegzuschieben und der Doktor, der wird es dann schon richten, ja? Oder auch das Körperimage, ja. Ich kann mich erinnern, ich habe lange meinen Körper abgelehnt, ja. Weil du bist ja immer entweder zu dick oder zu lang oder zu kurz oder was immer, ja. Also wir haben das alle, nicht nur Frauen, Männer auch, aber Frauen halt ganz besonders. Und es braucht halt schon eine Art Bewusstseinssprung, dass man sich wirklich mal anguckt und mal was Schönes dabei findet und nicht nur das. Fürchterlich, ach, das passt nicht und die Haare, guck, da sind sie schon wieder so und es sollten eigentlich ganz anders sein. Das ist, glaube ich, generell in unserem Leben, dass wir anfangen könnten, ein bisschen mehr wertschätzend zu sein mit dem, was wir eigentlich haben. Ja? Und dass wir jetzt schon 60 sind oder ich bin schon ein paar Jahre drüber, dass das doch eigentlich ein Wunder ist und das haben wir doch eigentlich toll hingekriegt. Und der Körper mehr oder weniger funktioniert, das ist doch klasse. Ja. Vor allem, ich habe ja wirklich in meiner Jugend exzessiv gelebt, so mit Trampen und wirklich nur mit einer Decke irgendwie auf Friedhöfen zu übernachten, weil da kam nachts die Polizei nicht hin und so. Ne? Ich hatte damals ja ein recht gutes Verhältnis zum Tod, sodass ich also und dachte immer, wenn man in einer fremden Stadt ist und niemanden kennt und so als Jugendlicher draußen übernachtet, das Beste ist auf den Friedhof gehen, da kommt nachts keiner hin, traut sich keiner oder so. Und so eine Sache, ne? Ja, und ne, habe wirklich, bin durch Osteuropa getrennt, was also wirklich auch für den Körper sehr anstrengend war und so. Ne? Und finde auch, also das habe ich gut weggesteckt oder so. Das ist Prügeleien in der Jugend und was man so hatte, ne? Was man so. Da kommt mir dazu die Idee oder den Zusammenhang, dass sehr oft gesagt wird, wenn man in diesen tieferen Bewusstseinszuständen ist, dass sich praktisch Seele, Geist und Körper erholt dabei, nicht? Ja. Also regeneriert, ne, in den tiefen Zuständen. Und das hat ja wahrscheinlich sicher auch geholfen. Ne? Und die haben wir als Normalmenschen selten zur Verfügung, weil wir sind den ganzen Tag beschäftigt und wie kommen wir denn dahin? Das ist eine Sache, die ich auch ganz klar sehe, dass also manchmal lästere ich, dass Psychedelika verboten sind, weil, also Psychedelika ist ja nur ein sehr kleiner Ausschnitt aus dem, was man Drogen nennt. Ich nenne es auch lieber Entheogene, also das Göttliche offenbarend. Das sind alles Substanzen, die aufs Serotoninsystem wirken, die nicht abhängig machen, eben zum Beispiel, weil sie aufs Serotoninsystem wirken und das Bewusstsein erweitern. Im Gegensatz zu den Uppern und Downern, also pushenden und sedierenden Substanzen wie Kokain, Amphetamin, Heroin, Alkohol, Nikotin etc., die wirken alle aufs Dopaminsystem, auf das Belohnungssystem. Das sind alles Substanzen, die mehr oder weniger abhängig machen, ne? Eben weil sie aufs Belohnungssystem wirken und dadurch mit in den Körper, in die Körperchemie eingebaut werden. Der Körper möchte dann gerne mehr davon haben. Das ist bei diesen Substanzen nicht so. Bei den Psychedelika oder eben Entheogenen, die auf Serotoninsystem wirken. Und das Spannende ist, es gibt eine Reihe Psychedelika, die extrem alt sind. Ernst Jünger, bekennender, also Freund von Albert Hoffmann, bekennender LSD-Konsument, 107 Jahre alt, Albert Hoffmann 102 Jahre alt, Laura Huxley, die Frau von Aldous Huxley, 96, die Maria Sabrina, die
psychedelischen Pilze in die westliche Welt gebracht hat, eine Schamanin in Huaxa in Mexiko, in einer Gegend, wo die Leute so zwischen 40 und 50 Jahre alt werden, ist 86 geworden und so. Also meine Theorie dahinter ist, Bewusstseinserweiterung findet unspezifisch statt, in alle Richtungen. Das heißt, man wird, wenn man das tut, auf jeden Fall mit jedem Mist in seinem Unbewussten konfrontiert, muss das irgendwie integrieren und braucht weniger Lebenskraft dafür, die Kellertüren geschlossen zu halten, hinter denen die Leichen lagern. Wenn man den Keller einmal hell gemacht hat und alle Leichen, also alle Schatten integriert hat, ne, hat man diese, ja, also als ungebremste Lebenskraft zur Verfügung. Diese Menschen, also die meisten Menschen stehen durch ihre Ängste, sich selbst gegenüber, ihren Traumata und so weiter, eigentlich permanent auf der Bremse, geben natürlich trotzdem Gas. Das sind zwei gegensätzliche Richtungen und verschleißen deshalb schneller und geben auch unendlich viel Energie aus. Ne? Und ich behaupte halt, dass Menschen, die wirklich ihr gesamtes Unbewusstes ausleuchten, ihre volle Lebensenergie zu geben haben und deshalb auch im Durchschnitt viel älter werden als Menschen, die zwar leben wollen, aber gleichzeitig auch gegen sich kämpfen. Also es macht total Sinn. Es macht total Sinn und ich erkenne mich da so zum Teil wieder. Ja? Also die Frage jetzt, warum machen wir das nicht? Warum ist das nicht weiter verbreitet, ein Ansatz wie deiner? Und die Idee, manchmal haben wir es ja theoretisch als Idee, ich habe es theoretisch als Idee, nicht wirklich, ist immer so ein bisschen, ja, ja, Vertrauen, wie du bist in Leipzig, du bist weit weg. es gibt praktisch, gibt es mehr Leute, die arbeiten wie du? Warum? Ja, es gibt einen sehr großen Underground. Es gibt einen sehr großen Underground von Menschen, also die sich auf eine bewusste Art und Weise mit Psychedelika auseinandersetzen. Und das ist in den letzten Jahren wirklich sehr, sehr spannend. In den letzten Jahren wird extrem viel geforscht, auch richtig an Unis. Es gibt in Europa inzwischen fast kein Jahr mehr, wo nicht an irgendeiner Uni, ob in Prag, in London oder in Amsterdam, ein wissenschaftlicher Kongress zum Thema Psychedelika stattfindet. Also alle diese Tryptamine, das ist die Substanzgruppe, zu denen LSD, Psilocybin, also Magic Mushrooms, DMT, 5-MT und so weiter gehören. Also da wird extrem viel Forschungsarbeit betrieben, in der Schweiz natürlich, durch die Schweizer Ärztegesellschaft für psycholytische Therapie und so. Und bestimmt seit 10 Jahren inzwischen, jetzt letztens wurde sogar das Buch von einem amerikanischen Professor, der darüber geschrieben hat, in der ARD vorgestellt, der darüber schreibt, wie wichtig es für ihn war, LSD zu nehmen und dort nochmal einen anderen Zugang überhaupt zur Realität zu haben. Das ganze Silicon Valley ist jedes Jahr auf dem Burning Man Festival, was natürlich ein reines psychedelisches Festival ist. Da geht es nur darum, und die Leute kriegen dort ja ihre Inspirationen. Es wird sehr viel geforscht, auch zum Microdosing. Es gibt ein Problem dabei. Psychedelische Erfahrungen führen unsere beiden wichtigsten Weltanschauungen ad absurdum. Einmal den Materialismus, weil ab 500 Mikrogramm LSD hört jeder Atheismus auf. Das ist ein wissenschaftliches Experiment, was von jedem Menschen nachvollzogen werden kann. Es heißt also, ja, Gott gibt es. Das führt aber auch das Christentum ad absurdum, weil die Erfahrung ist, aber das Gott oder Geist oder wie immer man das, was dahinter nennt, ist völlig anders, als ihr Christen euch das vorstellt. Also ihr könnt auch eure ganze christliche Mythologie vergessen. Und da sind die beiden Vertreter eben dieser beiden Weltanschauungen, die sind natürlich sehr stark, nicht sehr interessiert dran. Also weil es zieht ihnen den Boden unter den Füßen weg. Und es ist natürlich klar, die Evolution geht dahin. Also der Sinn der Evolution ist vom Unbewussten zum Bewussten, zum Überbewussten. Also der Sog der Evolution ist sowieso dahin. Deshalb ist es auch kein Wunder.
Und das passiert in Wellen. Es gab so eine erste Welle des Aufwachens in den 60er Jahren mit den Hippies. Dann wurde diese Welle wieder ein bisschen abgebremst. Und inzwischen ist diese Welle auf einem höheren Niveau, nämlich dass das wirklich auch wissenschaftlich und mit bildgebenden Verfahren untersucht wird. Also inzwischen auch im universitären Kontext angekommen. Und es bleibt nur noch eine Frage von Jahren, bis das also auch genehmigt wird. Also zum Beispiel die therapeutische Arbeit mit MDMA. MDMA führt nun nicht in transpersonale Räume, also nicht in subtile oder kausale, aber es führt in einen total angstfreien Raum, weshalb es da sehr, sehr leicht ist, dass den persönlichen Schatten, das persönliche Unbewusste zu öffnen und zum Beispiel Trauma zu integrieren, das hat bei der FDA zwei Stufen der Legalisierung durch. Die müssen nur noch die dritte Stufe machen. Das ist also in 1-2 Jahren ist das durch. Das ist eine reine Formalität. Das ist also in verschiedenen amerikanischen Universitäten geforscht worden. Und dann wird es wieder die Zulassung als psychotherapeutisches Mittel geben. Und in DICEP zum Beispiel fängt jetzt schon an, Psychotherapeuten für die Arbeit mit psychoaktiven Substanzen auszubilden, weil es ist völlig klar, es gibt große Organisationen wie MAPS und das Hefter Research Institute und so, die sich dort stark machen. Es wird irgendwann kommen. Also es gibt inzwischen sind die Althippies, haben eben auch eine gewisse Macht und sind also auch oben angekommen und es wachsen auch neue junge Forscher nach. Und die Möglichkeiten, das wirklich auch auf einer fundierten Ebene zu sich anzuschauen, sind heute ganz andere. Und das ist nur also ich rechne in 5 bis 10 Jahren mit einer Legalisierung auch von Tryptamin zum Beispiel in der Psychotherapie. Also es gibt in der Johns Hopkins University, ich glaube in Baltimore in den USA, ich bin mit Namen immer nicht so ganz gut, da hat es zum Beispiel auch eine Reihe gegeben mit Krebskranken, mit Psilocybin, die wissenschaftlich untersucht, also begleitet worden ist mit sehr guten Ergebnissen, Krebskranke im Endstadium, die Psilocybin bekommen haben. Es ist eine reine Frage der Zeit, dass diese Sachen zumindest im therapeutischen Kontext erlaubt werden. Ne? So mit der Konsequenz, dass wir noch 5 bis 10 Jahre warten müssen mit dem Sterben, bevor wir unsere Angst legal loswerden können. Ja, du bist doch integral. Außer dein Teppich. Du bist doch integral, du weißt doch, ab grün sind blaue Regeln nur noch Empfehlungen. Ja, nee, also ich finde das schon wirklich sehr spannend. Was aber, glaube ich, wichtig ist, dass man es nicht einfach diese Drogen so frei verkauft, weil dann sonst riskiert man Psychosen und alles Mögliche, ja, sondern dass es wirklich begleitet gemacht wird. Das ist wirklich, ne, ich meine, der Thomas Metzinger, Professor für Philosophie und Bewusstseinsethik, hat schon vor Jahren einen LSD-Führerschein gefordert. Also, dass Menschen wirklich lernen, damit umzugehen und dass dann eben zum Beispiel solche Sachen auch über Apotheken oder so ausgegeben werden. Klar, das ist nichts, was man im Supermarkt, dafür ist das nicht überhaupt nicht geeignet. Ne? Das ist völlig klar und da gibt es auch Abstufungen. Ne? Man darf sich das ja auch nicht als binären Code oder so vorstellen, ja oder nein, sondern auch bei den normalen Substanzen gibt es ja Abstufungen, also auch bei denen, die aufs Dopaminsystem wirken, nach Gefährlichkeit. Also es gibt stärker gefährliche, es gibt weniger gefährliche. Ne? Und zum Beispiel Speed, ohne Speed ist heutzutage der Kraftverkehr nicht mehr vorstellbar. Wenn die 20 Stunden auf ihren LKWs sitzen, also viele Kraftfahrer haben inzwischen mitgekriegt, dass sie das mit Speed besser können und dass das viel besser ist als Kaffee, weil es gibt zum Beispiel eine ruhige Wachheit, man ist da deutlich entspannter.
Und es wird natürlich auch von der Jugend auf ihren Raves konsumiert, aber das ist natürlich was ganz anderes als Crystal zum Beispiel. Ne? Also von zwei Drogen, die in die gleiche Richtung wirken, wäre es vernünftig, die gefährlichen zu verbieten und die weniger gefährlichen zu erlauben. Ne? Mhm. Das hieß dann zum Beispiel natürlich, und das ist wieder auch schwierig für Europa zu verstehen, dass man THC eigentlich erlauben müsste und Alkohol verbieten müsste. Das sind beide sedierende Substanzen, wobei THC deutlich weniger gefährlich ist für den Körper als Alkohol. Ne? Aber wir wollen ja unser Bierchen trinken am Abend. Genau. Ne? Wobei das der Beweis ist, dass zumindest 80% von Menschen, die Alkohol trinken, mit einer harten Droge gut umgehen können. Wogegen also 20% das nicht können und Alkoholiker werden. Das sind ungefähr die Zahlen. Bei THC sind zum Beispiel nur 5%, die abhängig werden. Ne? Also es sind deutlich weniger. Ja. Also man kann von THC... Und die Entwöhnung von THC ist deutlich einfacher. Also es gibt nicht so ein Craving, es ist nicht so eine Gier da. Ne? Mhm. Menschen, die also lange gekifft haben, wirklich täglich morgens mit der Bon aufgewacht sind, so wie Alkoholiker eben morgens schon ihr Bier trinken, weil sonst zittern sie oder so, ne? Sind da viel leichter runterzuholen als zum Beispiel ein Alkoholiker, wo das Craving viel stärker ist, der viel schneller rückfällig wird und so weiter. Das wissen Suchttherapeuten. Ich bin ja selber Suchttherapeut. Ich muss ganz klar auch sagen, ne? Ich habe einen Cousin an Heroin verloren. Mein Vater ist an Alkohol gestorben. Ich habe in einer Suchtklinik gearbeitet. Ich habe mit Junkies gearbeitet. Ich kenne die dunklen Seiten verschiedener Substanzen sehr genau. Das habe ich, ne? Also wer... Ich wusste immer, falls ich jemals Kinder habe und die mit 14, 15, 16 anfangen, komische Sachen zu machen, ich würde die bei der Hand nehmen, mit denen in eine Notschlafstelle für Junkies gehen. Und ich bin mir ganz sicher, der Appetit wäre erstmal für ein paar Jahre erledigt. Weil wenn man das gesehen hat, was da los ist, dann will man das nicht erleben. Ne? Ja. Also Heroin, Opiate sind wirklich in ihrer Heftigkeit, in ihrem Suchtpotenzial extrem, wobei Nikotin eben auch. Ne? Das Einzige ist, Nikotin hat nicht solche sozialen Auswirkungen, aber ich selber weiß, ich habe mit 17 angefangen mit Rauchen, bin mit 23 spirituell geworden, wollte das Rauchen wieder loswerden. Bis zu meinem 40. Geburtstag habe ich jedes Jahr ein paar Versuche gestartet, Rauchen aufzuhören. Einmal habe ich es 1,5 Jahre zwischendurch geschafft, bin dann nach 1,5 Jahren noch wieder rückfällig geworden, dann mit meinem 40. Geburtstag richtig Schluss, mit der Option, es mir mit 75 nochmal zu überlegen. Aber ja, da ist lang genug Zeit. Marc war ja Alkoholiker gewesen und hat dann über 30 Jahre, ich glaube 35 Jahre, nichts mehr getrunken, gar nichts mehr. Ja. Und als er dann hierher kam, war ich erst ganz enttäuscht, dass man also jetzt nicht mal ein Säckchen zusammendringen kann für eine Feier und so. Ja. Und das hat er noch 2 Jahre durchgehalten und dann hat er angefangen, wenn wir so in Gemeinschaft fahren, was zu trinken, hat aber gesagt, er muss immer aufpassen. Und wir hatten dann auch ein Agreement, dass ich dann, wenn ich merke, es ist zu viel, dass ich eben das sagen kann. Ja? Aber er hat es nie übertrieben. Also war wirklich, er hat gelernt, damit umzugehen, aber er hat gesagt, er fühlt das noch, er sieht das noch als sehr verlockend. Und wenn er nicht diese Disziplin hätte, könnte er durchaus das wieder hineinkommen, was er Gott sei Dank nicht hat. Er ist dann dafür aber an Lungenkrebs gestorben, obwohl er schon vor 20 Jahren mit Rauchen aufgehört hat. Mhm. Also es bringt einem nicht unbedingt, wenn man vorher schon 40 Jahre oder wie lange geraucht hat, ist nicht unbedingt ein Freifahrschein. Ja? Und ich sage das jetzt immer zu den jungen Leuten, hört auf zu rauchen, wenn es geht. Das ist wirklich auch eine der drei Sachen, die ich bis heute bedauere, dass ich jemals geraucht habe, dass ich, ne, aber damals war es cool, als ich 16 war, also als Hippie musste man irgendwie rauchen, ne? Inzwischen weiß ich, und glücklicherweise, da bin ich auch sehr froh, dass das eine Sache ist, die in der heutigen Jugend wirklich nachlässt, dass nicht mehr so viel geraucht wird. Rauchen halte ich wirklich für so, also das ist für mich insofern die hinterhältigste Sucht, weil man nichts davon hat. Es hat einen extremen Suchtfaktor, ähnlich wie Heroin, aber du hast nicht mal einen richtigen Rausch.
Du gibst dein Geld jahrzehntelang für einen Scheiß aus, wo du eigentlich nichts richtig von hast. Wenn du mal ordentlich besoffen warst, dann weißt du, was du davon hattest oder so. Ne? Aber also Nikotin ist sowas Hinterhältiges, Gemeines, ein extremes. Gut, wir sind jetzt aber weg vom Alterwerden. Ja, das macht nichts, aber ich wollte noch kurz was dazu sagen. Ein Rezept, wie man als junger Mensch nie zum Rauchen kommt, ist meine eigene Erfahrung. Ich hatte ganz lange eine Zigarette bei mir, ich war so vielleicht 14 oder was, im Schubfach und habe es immer angeguckt und irgendwann werde ich die mal rauchen. Und ich hatte die Idee, genau an dem Tag zu rauchen, wo mir ein Zahn gezogen wurde. Und dann hatte ich dann so eine Backe und dann kam die Angst. Und das hat genug, weil du sagtest, die Junkies zu sehen, ja, was das bringt. Ja. Dann habe ich gedacht, nee, also und nie geraucht. Also wenn man wirklich ein tiefes Erlebnis von den negativen Seiten dessen hat, das ist eine Möglichkeit, es nicht zu tun oder auch aufzugeben. Ja, das ist. Ja. Ich meine, für alte Menschen ist es das Gleiche. Wir sind möglicherweise auch, sind viele noch abhängig, vielleicht dann weniger von Substanzen, aber von der Ordnung oder von wie der Tag zu laufen hat und solche Dinge, nicht? Also das, denke ich, ist schon so. Der Mensch hat einen natürlichen Sog zur Sucht in irgendeiner Art und Weise, die ja durch Disziplin oder sonst was und von zwei Süchten wähle man immer die harmlosere. Ganz einfach. Ne? Also natürlich, ne, es gibt, was ist denn Sucht im Harmlosesten? Es gibt nicht Sucht oder nicht Sucht, sondern das, was mir Spaß macht, wiederhole ich. Ne? Ob das nun Sex ist, ob das Arbeit ist, vor allem wenn Arbeit gut belohnt ist, wird, ob Marathonlaufen kann genauso eine Sucht werden oder so. Ne? Also es gibt unendlich viele oder irgendwelche Extremsportarten oder so, die einen Kick geben. Alles, was mir Glücksgefühle macht, wiederhole ich. Und da Glücksgefühle, da kommt wieder dieses Dopaminsystem ins Spiel. Ne? Und das kann natürlich eine chemische Substanz sein. Aber es können eben auch ganz viele andere Sachen sein, wie Erfolg oder eben der Kick und so weiter. Und das ist erstmal ein natürliches Verhalten. Also selbst Elefanten besaufen sich, wenn sie können. Ne? Ja, das ist nachgewiesen an vergorenem Obst und so. Ja, ja. Und klar, wir als Menschen können das sehen, können darüber reflektieren und können sagen, okay, wir wissen, dass wir einen Wunsch nach Glücksgefühlen durch unser Belohnungssystem haben und dann sollten wir nach Möglichkeit Süchte wählen, die harmlos sind, die den Körper nicht so sehr schädigen, die den Geist nicht schädigen. Und jetzt nochmal aufs Älterwerden zu kommen, viele Menschen sind ja dann sehr alleine und gehen dann vielleicht in Depression über und sowas und dieses sich isoliert fühlen. Könnte das für die ein Ratschlag sein, sich eine gute Sucht zu finden? Nee, dann lieber so. Wir sind gerade dabei, in Leipzig ein Haus zu finden. Wir möchten gerne, also die älter werdende Leipziger Szene möchte gerne zusammenziehen. Ja, es dürfen auch ein paar Junge dabei sein. Es sind auch ein paar Leute unter 40 dabei, aber nur ganz wenige. Klar, sich zusammenfinden aus, also die in der eigenen Seelenfamilie, und das sind bei uns halt alles Integrale oder so, ne? Und nicht in einem Altersheim, wo man mit irgendwem zusammengesteckt wird, sondern dann lieber gemeinsam in einem Haus ziehen, wo halt die Leute gegenseitig ein bisschen füreinander da sind, der Foscherau, der Bremer Bürgermeister, hat das ja vorgemacht mit seiner Alters-WG. Und wir träumen halt gerade davon, haben eine Projektgruppe, die das erste integrale Zentrum
als Wohn- und Lebensprojekt hier in Deutschland gründen möchte. Ich kann euch mein Haus Paradiso Integrale dafür anbieten. Ist aber nicht in Deutschland, ist in Italien. Nee, wir wollen es gerne in Leipzig machen, weil wir wollen eben auch arbeiten. Es soll auch ein Begegnungszentrum sein. Ich meine, Leipzig dürfte so mit den aktivsten integralen Salon in Deutschland haben. Unter 20 Leuten geht da gar nichts an dem Abend. Oh, manchmal. Das ist toll. Und so, wenn wir unsere Sitzung machen, dann im Frühsommer machen wir immer unsere Sommerakademie, da kommen 100 Leute. Also wir haben jetzt unsere 4 Tage unser alternatives, weil die Ossis können immer nicht so viel Geld bezahlen für irgendwelche amerikanischen Speaker, die dann nur Sachen sagen, die wir auch selber sagen können. Ja, aber das ist eine gute Idee und ich bin eigentlich auch auf der Suche nach sowas Ähnlichem, aber halt hier. Oder ich finde jemanden, der mein Ding hier kauft und dann könnte ich auch bei euch mitmachen zum Beispiel. Aber das denke ich auch. Hat schon einige Anmeldungen auch aus den Altbundesländern gegeben. Oh ja, wenn wir fertig sind und in Rente gehen, dann kommen wir. Du brauchst ein großes Haus für all die Leute. Ja, genau. Genau, ne? Das ist, da gab es schon Interessenten, wobei, ne, also im Moment sind wir erstmal am Suchen und versuchen dort eine, und was eben, ich glaube, sowas gibt es eben auch noch nicht und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen Modell der Zukunft grün, das habe ich ja durch, ich habe 7 Jahre in Landkommunen gelebt nach der Wende, ne? Und Jäb wäre dann Stadt Kommune oder Stadtzentrum eher, ne? Weil das Bewusstsein konzentriert sich nun mal in den Städten. So schön es auf dem Land ist, also ich fand es da toll, ne? Ich könnte auch jederzeit wieder hinziehen, aber die Bewusstseinskonzentration ist in Städten größer als auf dem Land. Das oh ja, mit Sicherheit. Ja. Und insofern macht es Sinn, dort ein Zentrum zu haben, wo unten die Parterre eben auch richtig mit einem großen Veranstaltungsraum und Nebenräumen ist und so, wo eben integrale Salon dann im eigenen Haus stattfinden kann, aber auch Yoga und Meditation und alles Mögliche. Und vielleicht auch Salonleiter treffen oder solche Sachen. Ne? Ja, super. Also die Empfehlung ist, wer in so eine Gemeinschaft ziehen will, Kontakt mit dir aufnehmen, aber nicht nur dafür, sondern auch für all deine Arbeit. Und das finde ich wirklich sehr spannend. Wenn ich in Deutschland wäre, würde ich jetzt sofort mal bei dir einen Termin machen. Und wer in Italien sein Alter verbringen will, der soll sich mit mir in Verbindung setzen und möglichst, sagen wir mal, nah am Integral Consciousness sein. Das wäre schon. Also ich meine, das könnte, Italien war schon immer mein Traumland. Also es ist ja so, wir machen das ja hier auch in der Stadt, weil wir sind auch mit der Arbeit gebunden. In dem Moment, ja, bedingungsloses Grundeinkommen zum Beispiel, dann würde ich mir das echt nochmal überlegen mit dem Paradies in Italien. Ja, und deine Arbeit ist wahrscheinlich schwer über Internet zu machen. Ne? Das ist ja auch schon den Kontakt. Normales Coaching kann man schon über Internet machen, oder aber gerade wenn du die räumliche und diese Energiehaltung brauchst, da brauchst du schon den Menschen dazu. Das habe ich ein paar Mal versucht, Arbeit im Raum mit Leuten, die meine Arbeit ein paar Mal hier erlebt haben und dann eben über Skype. Es funktioniert nicht. Also ich kann ja Ratschläge geben, aber die richtige Arbeit braucht den Raum, braucht die Gegenwart leider. Das habe ich auch festgestellt, aber jetzt sind wir so ganz aus dem Thema draußen, aber wir kommen gleich zum Abschluss. Wenn ich meine, ich habe ja integrales Stimmtraining entwickelt mal von einer Weile. Und wenn ich Stimmarbeit machen möchte mit Menschen, ist es auch schwierig über Internet. Erstens mal, weil man schlecht hört, die Akustik ist nicht so gut und ich muss auch die Leute anfassen können und körperlich sie lockern und so. Und das im Internet, wen fasst du denn an? Ich kann dich ja noch nicht mal umarmen. Vielleicht haben wir früher oder später auch einen Arm, der aus dem... Auf der subtilen Ebene machen wir das. Genau. Das ist überhaupt kein Problem. Raum und Zeit sind im subtilen und kausalen kein Problem. So, final remark, die letzte, Bemerkung ist, keine Angst vom Alter alt werden. Es gibt jede Menge Möglichkeiten, wo wir die Angst loswerden können. Melde dich,
Bei Wolf Merkel. War bei dir. Ja, ich habe aber diese Teppichtherapie habe ich nicht. Ich kann nur reden und alles Mögliche. Aber irgendwie, wir können uns gegenseitig, sagen wir mal, in den Himmel heben. Ich denke, na, aber schon, also grundsätzlich die Vernetzung über Internet, na klar, das ist, weil du das hattest, das halte ich zum Beispiel schon für eine Möglichkeit, die auch Menschen, die zum Beispiel nicht in so einem Zentrum oder so wohnen, haben, ne, wenn die das soziale Netz wegbricht, die Kinder wegziehen, der Mann stirbt etc. Aber das, was wir hier jetzt gerade machen, ist ja natürlich eine Form von Kontakt, die dem Alter, also die uns aus dieser Altersisolation, die du vorhin mal angesprochen hast, die viele Menschen ja erleben, die das transzendiert. Also insofern sind diese neuen Medien, Internet, einschließlich Skype, Zoom, Facebook etc., auf jeden Fall eine Möglichkeit, in Kontakt zu sein. Also integrales Forum in Facebook ist sehr lebendig, ne? Da passiert einfach viel oder so. Ja, absolut. Es ist da praktisch ein Schritt zur Verbindung, ne? Den wir früher nicht hatten. Und genau. Dankeschön, dass es die Technologie gibt. Man braucht ein paar Lernschritte und ich habe sehr viel in den letzten Jahren Technologie lernen müssen, um all diese Sachen zu machen, aber es lohnt sich. Und für Leute, die einfach nur zuhören, die brauchen hier nur draufdrücken bei YouTube. Aber ein bisschen muss man lernen, wenn man einen Computer anschaltet. Okay, das war ein super Gespräch und danke. Und für wenn ihr zuhört, dann live dann oder in später an YouTube, nehmt Kontakt auf und genau, geht weiter und ist wunderbar. Okay, ciao. Also, dir einen herzlichen Dank für die Einladung. Alles Gute. Ja, ich hoffe, den Zuhörern ein bisschen oder Zuschauern ein bisschen Spaß oder Informationsgewinn. Und wir sehen uns irgendwann in diesem Universum. Ja, wir sehen uns spätestens da irgendwo. Genau. Okay.